Du wolltest schon immer mal eine realistische, mittelalterliche Minecraft-Kirche oder Kapelle bauen? In diesem Schritt-für-Schritt-Nachbau-Tutorial wird dir Yassi genau erklären, wie denn das funktioniert. Viel Spaß beim Nachbauen! Der Bau ist super einfach, egal ob kreativ, Survival oder sogar Hardcore. Hier siehst du alle Items, die du dafür brauchst. Das Bauwerk hat eine Grundfläche von 25x13 Blöcken. Das Fundament ist fast vollständig vorhanden. Nun beginnen wir mit dem Boden der Kapelle. Für den Boden brauchst du zuerst rissige Steinziegel. Damit machen wir ein Rechteck, würde ich jetzt sagen. Das ziehen wir dann eben hier so entlang. Genau, hier das wieder freilassen, den Steinziegel. Da kommt nämlich was anderes rauf. Und da wieder auf den Steinziegel drauf. Genau, super. Und dann wieder die Granittreppen, die hier bereits vorhanden sind. Dann müssen wir hier noch auf der Seite diese Steinziegel noch bekleiden und bauen da mit rissigen Steinziegeln und dann zwei Steinziegeltreppen und das eben abwechselnd. So, genau. Und auf der anderen Seite machen wir dann einmal das Gleiche hin. Genau, da wieder die zwei Treppen rein. Und den inneren Bereich füllen wir dann mit einem Boden unserer Wahl aus. Ich habe mich für den Bienenstock entschieden. Bienenstock entschieden. Der ist nämlich richtig schön, finde ich. Man kann sich da auch aussuchen, ob man da ein Muster reinmacht, wenn man sich andersrum hinstellt oder eben in die gleiche Richtung schaut. Zuerst beginnen wir in der Mitte mit den Bänken. Hier machen wir drei Treppen auf beiden Seiten hin, lassen dann einen Block Abstand und machen das eben fünfmal. So, vier, fünfmal. Hier auf dieser Seite auch zwei, drei, vier. Und wie, falls ihr da ein eigenes Bankmuster habt, könnt ihr da auch andere reinmachen, die bei dieser Größe reinpassen. Ich finde die eigentlich ziemlich schön, deswegen mache ich die eigentlich recht oft jetzt in einer Kirche oder in einer Kapelle. Super, und an den Seiten kommt dann noch ein Schild dran. Aus hier eben Fichtenholz. Und das spiegeln wir eben auch wieder auf die andere Seite rüber. Und dann sind wir eigentlich somit fertig mit unseren Bänken. Oh, ich sehe gerade, hier haben wir noch was vergessen. Wir beginnen mit dem Boden vom Altar. Da beginnen wir mit Treppen und setzen dann fünf Blöcke lang diese polierte Tiefenschieferblöcke hin. So, das Ganze füllen wir dann hier so einmal aus und machen dann hier ein kleines Tischchen hin, also einen kleinen Altartisch. So groß können wir den ja hier nicht machen, weil die Kapelle jetzt nicht so viel Platz hergibt. So, ich konnte nicht shiften. Ich glaube, ich habe die falsche Taste gedrückt. Natürlich, bei den Schildern muss man eben immer shiften, sonst funktioniert das meistens nicht. Und setzen dann hier Kerzen rauf. Dann beginnen wir mit der Hinterseite vom Altar. Setzen wir hier glatte Sandsteinblöcke hin. Dann Stufen, Treppen und noch eine Stufe. Hier vorne kommt dann noch eine Mauer hin aus Sandstein. Und hier hinten Smaragdblöcke. Oberhalb setzen wir dann noch einen Sandsteinblock hin, noch einen weiteren Smaragdblock. Dann kommt hier vorne ein Goldblock hin und Quarztreppen neben den Smaragden und die Mauer noch eines weiter höher.
Auf die Mauer setzen wir dann Quarztreppen hin, dahinter einen Goldblock auf beiden Seiten, die Smaragdblöcke um eines nochmal höher, dann davor Sandsteintreppen und hier hinten kommen dann noch Quarztreppen hin. Dann setzen wir auf den Goldblock noch einen Smaragdblock und machen das gleich nochmal um eines höher. Hier einen Goldblock und dahinter kommt auch noch ein Goldblock hin. Natürlich könnt ihr mit dem Gold sparen, denn hier diesen Bereich sieht man dann eh nicht. Hier kommt dann noch eine Treppe hin. So. Dann hier oberhalb noch eine Granittreppe, eine Stufe und eine Sandsteinmauer. Auf den Smaragdblöcken setzen wir dann einen Goldblock auf beiden Seiten. Hier kommt dann Smaragdblöcke rauf und diesen Bereich füllen wir dann mit Gold auf. Hier machen wir wieder Goldblöcke hin. Also wie ihr seht, mit den Goldblöcken sparen wir nicht. Darunter machen wir eine kleine Glocke hin, falls ihr solche gefunden habt in einem Dorf. Und hier dann noch Sandsteinmauern. Und somit sind wir mit unserem kleinen Altar fertig und beginnen dann mit der Kapelle. Und bauen dann hier mit poliertem Granit. So, genau, hier mal 4 Blöcke. Das machen wir auf der anderen Seite hier auch. Und dann ziehen wir hier noch 2 Blöcke zurück. Auf der anderen Seite auch. Und den Rest hier füllen wir dann eigentlich nur mit normalem Granit noch einen Block höher auf dem rissigen Steinziegel. Hier machen wir das auch, die Treppen lassen wir aus. Auf der Hinterseite einmal und hier wieder auf der rechten Seite bis nach vorne. Dann kommt hier in die Ecke noch ein entrinderter Fichtenstamm rein und hier vorne Ziegelsteinmauern. Das Ganze ziehen wir dann eigentlich ungefähr um einen Block höher, müssen nur aufpassen, dass wir hier mit dem normalen Granit bauen und das polierte Granit. Ja, also wir machen da ein kleines Gemisch damit rein, deswegen wechseln wir uns da ein bisschen mit dem normalen Granit ab und dem polierten Granit. Ob ihr das dann machen wollt, ist euch überlassen. Hier habe ich gesehen, haben wir einen Block vorvergessen. Ja, müsst ihr prinzipiell nicht. Ihr könnt das auch nur aus einer Form von Granit machen. Aber so bringt man dann noch ein bisschen eine Abwechslung auch rein. Den Rest können wir dann hier wieder mit normalem Granit auffüllen. Vorne beginnen wir wieder mit den Ziegeln, machen hier dann wieder das Granit mit unserem Muster drauf, wie wir es gerne hätten. Ich mache das jetzt eben abwechselnd hier so drauf. Ist jetzt dann hier vielleicht am Anfang etwas kompliziert. Wieder auch auf der Hinterseite nicht vergessen. Einmal hier hinter dem Altar wieder. Thank you.
Das Holz machen wir gleich um ein weiteres höher, setzen dann hier Treppen hin, so in diese Richtung, dahinter Glas und noch eine Stufe, dann kommt hier drei Blöcke wieder polierten Granit und den normalen Granit hier rüber. So. Hier noch den polierten. Und wieder den normalen Granit. Hier machen wir dann überall wieder den polierten Granit drauf. Auch auf der anderen Seite. Und der Rest ist dann wieder normaler Granit. Machen das Ganze dann wieder um eines höher, an den Ecken wieder die polierten Granitblöcke. Thank you.
So, nun haben wir die Kapelle an den Seiten ohne Fenster. Wenn ihr das Ganze mit Fenster wollt, dann könnt ihr hier das Ganze wegreißen. Das ist jetzt natürlich, wie man es selber gerne hätte. Könnt ihr euch das aussuchen. Ah, nicht so weit wegreißen, sonst sieht man hier. So, eben, dann würde ich das ab dem dritten Block hier entfernen. Man, ja, kann es machen, muss es aber nicht, wie es einem besser gefällt. Ich finde es ehrlich gesagt mit den Fenstern eigentlich besser, weil das Ganze dann etwas, ja, freundlicher und offener wirkt. Aber das kann man sich ja eh aussuchen, wie man will, Gott sei Dank. Deswegen ist das dann, ja, euch überlassen, wie ihr das haben wollt. Eben wie gesagt, die untersten drei Blöcke würde ich trotzdem lassen, sonst ist das zu tief hier, weil dann sieht man irgendwie zu den Bänken rein. Das ist dann, beziehungsweise ist bei den Bänken dann irgendwie nichts, das ist dann auch komisch. Hier oben würde ich das Ganze dann eben mit Treppen machen. Ne. So. Und natürlich auch wieder das Ganze auf die andere Seite. So sieht es ja dann eigentlich deutlich freundlicher aus. Ist mehr Licht drin. Man kann das Ganze dann auch mit Glas auffüllen. Dann funktioniert das hier oben natürlich nicht mit der Treppe. Aber man kann das selber auch ein bisschen rumbasteln, wie man das gerne hätte. Und so sieht das Ganze dann eben auch mit Fenster aus. Wir beginnen dann wieder auf der Vorderseite der Kirche, der Kapelle, machen hier Granit hin, dann hier vorne Granittreppen und auf der Hinterseite dann den polierten Granit. Weiter geht's nun mit dem Dachboden. Wir beginnen hier an der Seite mit den Ziegeltreppen. Setzen hier insgesamt vier hin. Hier hinten kommen dann die normalen Granitblöcke hin. Da machen wir dann eben wieder zwei hin. So. Und hier das können wir dann auch mit dem normalen Granit auffüllen. Hier brauchen wir kein Holz, denn wir machen dann den Boden weiter und den Rest ziehen wir dann wieder mit normalem Granit und machen dann hier jeweils mit zwei Blöcken Abstand dann Fichtenholz hin. Die Stämme, die entrindeten, die sehen meiner Meinung nach schöner aus als die mit Ränder. Zumindest wenn man jetzt dann in einem Haus etwas baut, sieht das dann irgendwie besser aus, meiner Meinung nach. Aber ja, das kann man sich dann eh aussuchen. Ihr könnt das ja mit Rinde hinbauen und das dann später entrinden und dann, ja, seht ihr, wie es euch gefällt. Den Rest dann füllen wir noch mit Fichtenholzstufen auf und dann haben wir den Dachboden gemeistert. Wie ihr seht, ist das eigentlich ziemlich einfach und ja, geht eigentlich recht schnell hier zum Bauen. So, und noch die letzte Stufe. An der Seite bauen wir dann weiter mit den Steinziegeln. Mauern, die machen wir an den beiden Seiten durchgehend, hier entlang. So, auf der anderen Seite auch. Ne.
hier hinten füllen wir dann das mit normalen Granit auf. Und hier kommen dann noch die Ziegeltreppen hin. Das machen wir eben auch bis ganz vorne. So. Und auch auf der anderen Seite. Nein. Will man etwas schnell machen, dann funktioniert es irgendwie doch nicht, wie man es gerne hätte. Dann gehen wir nach vorne hin, machen hier die Treppen auf beiden Seiten weiter und hier dann noch das Granit rein. Die Treppen machen wir dann nochmal um eines höher. Hier wieder. Dann hier den Granit wieder, den normalen Granit hier. Hier auch noch. Dann machen wir hier 5 Blöcke, das in jeweils allen Richtungen, dass wir eben ein schönes Quadrat haben. Machen um die Ecke dann wieder ein Granit hin und machen hier so in diese Richtung dann Treppen hin aus Ziegel. Das machen wir eben bis ans Ende. Und hier machen wir dann den Rest mit Granit wieder auf der Hinterseite. So, das dauert hier recht langsam. Muss man aufpassen, dass das richtig platziert ist. Wenn man will, kann man das, nachdem das hier so ein bisschen komisch aussieht, kann man hier natürlich auch die Treppen ganz bis ans Ende machen. Das könnt ihr euch dann aussuchen, wie ihr wollt. Hier lassen wir das mal so. Dann fliegen wir wieder auf die Vorderseite und machen diese weiter. Hier machen wir dann die Treppen hin und Ziegelblöcke. Dann machen wir hier jeweils an allen 4 Seiten die Treppen genauso hin. Hoppa, aufpassen, kriegt man einen Schwindeldrama. Setzt dann hier Granitblöcke rein und macht dann auch das Holz wieder höher. Hier entsteht dann ein kleines Türmchen. Und natürlich müssen wir auch diese lästigen Treppen wieder hinmachen. Dann bauen wir wieder mit Granit hier die Außenverzierung. Machen diesmal die Treppen aber umgekehrt, die Granittreppen, dass sie nach oben sehen. Hoppala. So. Und hier kommt dann noch eine Ziegelstufe. Das Holz ziehen wir dann auch weiter höher. Und hier kommen dann wieder diese lästigen Treppen hin. Seite machen wir das auch. Hier seht ihr dann, dass Licht durchgeht. Da könnt ihr dann Treppen hinmachen. Dann ist das hier zu. Die Treppen ziehen wir dann wieder bis ganz ans Ende runter. Dann machen wir die Verzierung wieder um eines höher. Die Treppen diesmal wieder umgekehrt, eben, dass sie nach unten anliegen. So. Hier machen wir dann das Holz wieder höher bis auf in der Mitte, da lassen wir eines aus, machen hier dann eben Ziegelstufen rein, hier kommt dann eine Granitmauer hoch und da machen wir dann gleich so ein Kreuz rein und machen hier dann auch gleich das Dach zu, damit sie hier nicht reinringen kann. Und dann machen wir Ziegelsteinmauern und einen Fichtenholzzaun rauf und dann sind wir hier oben fertig. Dann beginnen wir gleich mit der nächsten Layer und machen hier wieder die Eckverzierung rein. Ne, ich drehe mich und drehe mich ja dauernd im Kreis. So, haben wir mal. Und auch hier das Holz rein. Dann
nochmal eine Eckverzierung. Die Treppen schaut dann wieder nach unten. Und hier machen, hoppala, hier fehlt noch einer. Und hier machen wir dann auch das Fenster wieder zu. Da kommt dann nämlich wieder eine Ziegelstufe ran. So, dann beginnen wir nochmal mit den Granitecken hier und schauen dann auch gleich, dass wir dann mit dem Dach starten vom Türmchen. Dafür machen wir hier nochmal die Tropenholzbretter. Ah, habe ich hier eine. Oh, da habe ich eine Stufe vergessen. Hier die Tropenholzbretter. Die könnt ihr dann gleich nochmal höher ziehen. Dann kommt hier eine Tropenholzfalltür hin. Und oberhalb nochmal. Die Ecke lassen wir hier aber aus. Und an den Ecken kommen dann noch Granitmauern rauf. Auf die Granitmauer machen wir dann einen Ziegelblock rauf und füllen dann auch das Holz noch einmal auf. Dann brauchen wir das Holz nicht mehr. Machen dann hier abwechselnd die Ziegeltreppen und dann Stufen und beginnen somit hier dann auch jetzt mit dem Dach. So, dann noch Stufen dazwischen rein. Dann machen wir hier Ziegelsteinmauern. Dann innen drin machen wir dann Ziegelblöcke rein, ziehen die Ziegelblöcke auch um eines höher und auf den Ziegelblöcken machen wir dann gleich zwei Ziegelmauern, eben gleich zwei Stück davon. In der Mitte, also innen drin von den Ziegelmauern, müssen wir dann die Ziegelblöcke reinmachen, damit sich die Form eben ändert. Dann machen wir die Ziegelblöcke zweimal höher und dann auch die normalen, also die Mauern, zweimal höher. Innen drin natürlich dann wieder ausfüllen und hier machen wir dann nochmal die Mauern rein und noch einen Block. Dann machen wir hier insgesamt drei Blöcke und drei Mauern und dann kommt hier noch ein Eisengitterkreuz hin. Eben drei Eisengitter und hier in der Mitte kommt dann noch eben die Eisengitter hin, damit das aussieht wie ein Kreuz. Und dann sind wir mit unserer Kapelle auch fertig. Wir können uns das Ganze hier nochmal so ansehen. Und über Tutorial-Vorschläge würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss!